Beziehungen funktionieren nicht wie im Fernsehen oder wie im Kino. Kriegen sich die beiden oder nicht und dann klappt es und sie sind ein Leben lang glücklich. Schwachsinn. 9 von 10 Beziehungen scheitern, weil die Leute nicht zusammenpassen und die Hälfte der Ehen, die dann noch entstehen, werden wieder geschieden. Und trotzdem hat mich der ganze Mist nicht zum Zyniker gemacht. Das ist nicht wahr. Nein. Ich glaube schon, dass die Liebe hauptsächlich dazu dient, dass die Menschen sich teure Pralinen schenken können und in manchen Kulturen vielleicht auch Hühner. Sie können mich gern für einen Arsch halten. Aber ich glaube, das stimmt wirklich. Mein Fazit ist, auch 2 Menschen, die füreinander bestimmt sind, müssen diesen Mist durchmachen. Aber der feine Unterschied ist, sie lassen sich davon nicht fertig machen. Einer von den beiden wird immer wieder den Mut finden, für die Beziehung zu kämpfen. Und wenn die Sache wirklich stimmt und die 2 viel Glück haben, wird einer von ihnen das Richtige sagen. Never know.